Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing von Diamond Art Club, wie es unschwer am Karton zu erkennen ist. Ja, das Bild liegt schon eine Weile bei mir rum und ich habe gedacht, ich möchte es jetzt zusammen mit euch auspacken. Es ist nämlich ja noch in der Folie und ich bin einfach zu gespannt. Der Karton, wie immer, hinten ist noch so eine kleine Anleitung drauf. Hier haben wir einen QR-Code, mit dem man 10% Rabatt bekommen kann. Und hier vorne sind einfach noch so ein paar Infos drauf, wie zum Beispiel, dass wir ein Kit mit eckigen Steinchen haben und auch schon, um welches Bild es sich handeln wird. Und genau, das ist es. Es ist Willow von Hannah Lynn. Und ja, ich würde sagen, wir packen das zusammen aus. So, hier seht ihr jetzt alles, was in dem Karton enthalten war. Diese beiden Sachen lege ich kurz beiseite, die sehen wir uns gleich an. Und wir widmen uns erstmal diesen Materialien hier. Zuerst haben wir hier eine kleine Step-by-Step-Anleitung. Also wenn ihr noch neu beim Diamond Painten seid, könnt ihr nochmal nachschauen, was ihr nach und nach machen müsst, um ja, euer Bild zu vervollständigen. Und hier hinten habt ihr auch noch einen Rabattcode, den ihr nutzen könnt. Wenn ihr das erste Mal bestellt, könnt ihr auch gerne meinen Rabattcode verwenden. Da bekommt ihr sogar 15% auf eure erste Bestellung. Ich blende ihn hier ein und in der Infobox steht das sowieso, da könnt ihr gerne nachschauen. Was dazu noch zu sagen ist, wenn ihr den verwendet, bekomme ich auch einen ganz kleinen Teil davon ab. Ist also ein Affiliate-Code. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch verschiedene andere Codes verwenden. Beispielsweise gibt es, glaube ich, jetzt sogar einen Code für 20% auf der Diamond Art Club Seite selbst. Nutzt den gerne. Je mehr Prozente, umso mehr könnt ihr sparen. Wenn ihr mich trotzdem unterstützen wollt, könnt ihr auch einfach meine Links verwenden, weil natürlich auch registriert wird, wenn Leute auf meine Links klicken. Ich meine, dann bekomme ich zwar geldlich sozusagen nichts, aber das ist absolut kein Problem. Genau, so viel dazu. Dann haben wir hier, ich denke, wir machen weiter mit dem Toolkit. Wie ihr seht, das ist noch eins der älteren Toolkits, das heißt, da ist noch kein Coverminder und auch kein Washi-Tape dabei. Ist aber absolut kein Problem, die Toolkits sind trotzdem wirklich gut. Und zwar enthalten sie eine Menge Zipbeutelchen. Da könnt ihr euer Bild abkitten, also eure Steinchen einsortieren oder sie auch einfach verwenden, um zum Beispiel euren Steinchen-Stash zu organisieren. Kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen beim Diamond Painten. Dann haben wir hier einen blauen Standardstift mit einem Squishy und einem Mehrfachaufsetzer. Das ist ein Vierer. Genau. Dann haben wir hier noch eine Pinzette dazu, die ist auch sehr schön spitz. Die ist nur bei eckigen Kits dabei, das heißt, wenn ihr runde Steinchen habt, fehlt die, also nicht wundern. Und dann haben wir hier noch zweimal Herzwachs, schönes dunkles, sowie ein durchsichtiges Schiffchen, mit dem ich auch ziemlich gern arbeite. Also ein solides Toolkit, mit dem man auf jeden Fall arbeiten kann. So, und dann haben wir hier noch diese beiden Sticker. Einmal eine kleine Version, den benutzen viele, um einfach das hier auf den Karton zu kleben, auf diese Seite, damit sie das besser wegsortieren können, besser einstapeln können in ihren Stash. Ich werde es für mein Stashbook verwenden, das werden wir auch im Anschluss machen. Also bleibt gern dran, dann könnt ihr das mal mitverfolgen, wenn ihr möchtet. Und ja, aber ihr könnt natürlich mit dem Sticker machen, was ihr wollt.
Und dann haben wir hier noch ein größeres Sticker-Sheet. Auch hier haben wir, Moment, ich mache den Fokus noch, genau. Auch hier haben wir noch einmal das Motiv, auch jetzt in größer. Und schaut mal, wie schön das aussieht. Ich werde dann noch ein bisschen was dazu sagen, wenn ich die Leinwand dann aufgeschlagen habe. Aber schaut euch mal an, wie schön das aussieht. Ich liebe es. Hier auch nochmal der Titel: Willow und die Künstlerin Hannah Lynn. Und ja, dann haben wir hier noch die ja, Angabe, dass wir nochmal eckige Steinchen haben, sowie auch die Größenangabe. Wir haben also ein Bild, das 42 x 59 cm groß ist. Das ist jetzt nicht total groß, das ist eher eine kleinere Größe. Aber ja, das finde ich ganz cool. Genau, und dann haben wir hier noch gleich angegeben, wie viele Farben wir haben. Und zwar 40 Stück. Und davon sind drei AB-Farben. Also alles, was unter 150 ist, ist bei Diamond Art Club eine AB-Farbe. Und ja, wenn ich jetzt so drüber schaue, sehe ich jetzt auch keine Symbole, die ich unbedingt leicht verwechseln könnte. Ja, es sind halt wieder hier diese Pfeile dabei. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man die nicht verwechselt. Die haben aber einmal einen roten und einmal einen lila Hintergrund. Ich denke, das erkennt man dann relativ gut. Und ja, wenn man da einfach ein bisschen aufpasst, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Es sind übrigens auch hier so kleine Sticker. Also die sind schon vorausgestanzt. Das heißt, die könnt ihr dann einfach abziehen und auf eure Organisationssysteme oder Tütchen kleben. Ja, das erleichtert sozusagen ein bisschen das Abkitting. Genau, und jetzt, worauf es so richtig ankommt, die Leinwand. Ja. Ja, Freunde, es ist wunderschön. ja, also erstmal so die allgemeinen Sachen. Wir haben hier die Leinwand, die so ein bisschen mit gewelltem Rand ist, sodass ja, die Leinwand nicht so leicht ausfransen kann. Wir haben hier oben Do What Makes You Sparkle, also den Leitspruch von Diamond Art Club. Dann haben wir links oben und rechts unten eine Legende mit den entsprechenden Farben und Symbolen. Dabei haben wir immer die laufende Nummer, dann das Symbol und dann der DMC Color Code. Ja, die Farbe, für die diese Nummer steht, korrekt oder konkret beschreibt. Und ich roll das hier oben mal kurz ein. Dann haben wir hier unten nochmal Angaben zum Bild. Auch nochmal hier vermerkt, dass es lizenzrechtlich geregelt ist. Also Diamond Art Club bezahlt die Künstlerin dafür, dass ihre Kunst hier verwendet wird, was mir persönlich sehr wichtig ist. Sowie auch nochmal die Größe, ne, was es für ein Kit ist. Dann haben wir hier unten nochmal einen Rabattcode von 10%, die Social Media Angaben und auch hier nochmal die Lebenszeitgarantie, die hier mit vermerkt wird. Und ja, in der Mitte haben wir das Bild. ich glaube, ich drehe es mal. Ja, dann habt ihr das nämlich fast komplett drauf. Ich habe das hier mal noch so ein bisschen, ja. Also wie ihr seht, es legt sich unglaublich schnell flach. Die Leinwand, sie ist jetzt schon fast flach und das dauert nicht lang. Dann ist es auch komplett. Und ja, lasst es auf euch wirken. Schaut euch dieses tolle Motiv an. Also ich persönlich habe das ja geschenkt bekommen. Es war aber auf meiner Wunschliste an Diamond Paintings, die ich gerne mal haben wollen würde. Was eigentlich relativ ungewöhnlich für mich ist, ist, dass es ein Porträt ist, weil ich eigentlich nicht so der Typ dazu bin. Aber ich mag tatsächlich den Zeichenstil von Hannah Lynn sehr. Und abgesehen davon, selbst wenn es nicht so toll gezeichnet gewesen wäre, schaut euch diese Farben an. Also abgesehen von diesem grünen und diesem, ja,
diesem Naturgefühl auch, was das Bild vermittelt, gibt es halt mega viele bunte Farben wie Rot und Blau und Lila und ja, Grün, Gelb. Es ist einfach alles da. Pink. Ich finde es einfach richtig, richtig schön. Und ja, ihr wisst, ich liebe bunt, ich liebe grün, deswegen ist einfach dieses Bild perfekt für mich. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber ich finde es richtig, richtig toll. Ich finde auch, dass das Motiv gut rüberkommt, also dass die Größe nicht zu klein gewählt ist, sondern dass ich ja hier dann auf jeden Fall ja, ein gut gepixeltes Porträt habe. Und ja, auch diese kleinen Teilmotive, also die kleine Kugel hier mit dieser Libelle. Ich finde auch die Hand sieht gut gerendert aus. Also die sieht bis jetzt zumindest nicht gruselig aus. Müssen wir mal schauen, wie es dann gepainted aussieht. Und was mich ja auch total flasht, sind die Augen. Weil das so ein unglaublich schöner Übergang von diesem Gelb zu Blau hin ist. Und ich bin mega gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Ja, weswegen dieses Bild einfach wie für mich geschaffen ist. Ich bin einfach begeistert. Kam das jetzt genug rüber, dass ich begeistert bin? Ich bin tatsächlich wirklich begeistert und ich freue mich total auf das Bild. Einfach auch, weil hier zum Beispiel in den Haaren, es sind halt wirklich 1, 2, 3, 4 verschiedene Grün, das ist vielleicht ein bisschen Türkis, aber sonst Grüntöne drin, die dann natürlich auch so stufenweise einen schönen Übergang bringen und so Struktur reinbringen. Und ich glaube wirklich, das wird richtig, richtig toll. Wir haben auf jeden Fall viel Colorblocking in diesem Bild. Also gerade hier so der Hautbereich ist komplett eine Farbe. Außer dann immer so zum Rand hin, da wird es nochmal anders. Ja, auch hier dieses Rosa, da das Rosa, das ist alles viel Colorblocking. Hier oben sind auch, wie gesagt, nur so 3-4 Farben in einer Strähne. Die schwarzen Umrandungen sind natürlich auch Colorblocking-mäßig. Also hier wird es nicht so viele Farbwechsel innerhalb eines Bereichs geben. Ein bisschen Konfetti wird vielleicht hier bei der Libelle sein oder auch in den Flügeln. Ja, da kommen schon öfters mal Farbwechsel vor, aber ansonsten haben wir tatsächlich ziemlich oft Stellen, in denen nur eine Farbe oder wenige Farben zusammengesetzt werden müssen. Genau, ich bin begeistert, ich freue mich total auf das Bild und ich möchte aber natürlich auch noch mit euch die Steinchen anschauen. Und hier seht ihr sie. Und wie ihr seht, es sind schon unglaublich viele wunderschöne Farben. Ich freue mich total darauf. Oh. Wir schauen uns die Farben im Einzelnen an. So, und zwar haben wir hier ein großes Beutelchen schwarz, also die 310. Ja, was nicht sehr verwunderlich ist wegen diesen ganzen Umrandungen, die müssen halt auch gepainted werden. Dann haben wir hier ein Grün, zwei Beutelchen mit Beige, also sozusagen die Hautfarbe von dieser, ich würde sagen Elfe, also für mich ist das eine Elfe. dann ein richtig schönes Orange, so richtig saftig wie so eine frisch ausgepresste Orange. Und hier sieht man auch mal schön die Qualität der Steinchen. Die ist wirklich top. Das sind Harzsteinchen und ja, es sieht einfach jedes Steinchen aus wie das andere. Ich überlege gerade, das könnten sogar schon die neuen Steinchen sein. Es scheint mir sogar so. Also ich glaube, das sind tatsächlich die neuen Steinchen. Dann machen wir weiter. Hier haben wir Grün. Dunkleres Grün, rosa, ein weiteres Grün,
Dann zwei dunkle Brauntöne. Ein helles Grün. Und hier haben wir unsere erste AB-Farbe. AB bedeutet Aurora Borealis, soll also auf die Nordlichter verweisen. Und das bedeutet einfach, dass hier so eine unglaublich schimmernder Überzug noch über den Steinchen ist. Hier unten sieht man es besonders schön. Also, dass wir da einfach noch ein bisschen extra Glitzer haben. Und ja, da schauen wir uns dann noch an, wo die Steinchen genau hinkommen. Dann hier auch gleich die zweite AB-Farbe, ein schönes Grün. Dann haben wir hier Rot, ein Rosa, ein wunderschönes Blau, gefällt mir sehr gut. Nochmal Braun, Rosa und auch nochmal ein schönes helles Blau, sehr, sehr schön. Oh, ja, gut, dann haben wir hier noch eine Schlange mit 1. 2, 3, 4, 5 Tütchen, 310. Es hat mich, um ehrlich zu sein, schon fast ein bisschen gewundert, dass es nur ein Tütchen vorne war. Also wir haben insgesamt jetzt 6 Tütchen mit 310. Dann haben wir hier noch ein bisschen, wieder so ein beige-rosa-Ton. Dann hier so Petrol. Ein sehr intensives Orange und ein unglaublich intensives Grün. Sehr hübsch. Und dann haben wir hier noch die letzte Schlange. Da haben wir gleich unseren letzten AB-Ton, ein helles Blau diesmal. Und ja, hier noch so ein bisschen Orange. Wir haben jetzt Blau und Lila Töne. Ein Beige. Rosa und auch ein bisschen Lila. Noch einen sehr intensiven Grünton, Lila, Rot, ein Braugraun, ein Graubraun, meinte ich. Hier nochmal Braun. Und ja, hier noch so ein paar Braun- und Lila-Töne. Ja, also wirklich sehr viele bunte Farben. Also ich muss sagen, mir gefallen besonders hier diese blaue und Grüntöne, die wir hier drin haben. Auch den hier finde ich richtig genial. Also ja, da sind einige Farben dabei, die ich definitiv vorher noch nicht gepaintet habe. Und da freue ich mich echt mega drauf, die zu setzen. Und uns interessiert jetzt natürlich noch, wo die AB-Steinchen sitzen. Und zwar haben wir dafür einmal das Symbol 1, V und 7. Das ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise sind es so 1, 2, 3 oder 4 oder sowas. Also immer so die ersten Zahlen. Aber das stört nicht weiter. Hauptsache, sie sind da. Und wir schauen jetzt, wo wir sie haben. Also die 1, das helle Grün. Haben wir hier unten in diesem Streifen, so wie auch hier. Auch hier noch so ein bisschen im Hintergrund, da im Flügel. Dann hier oben in den Haaren. Auch hier. Ach nein, hier nicht. Nur hier. Und hier ein kleines bisschen. Hier in der Musterung, genauso wie auch hier ganz vereinzelt. Auch hier in den Haaren. Und hier und auch hier, seht ihr das noch? Ja, genau hier. Dann auch hier noch im Flügel ganz vereinzelt, so wie auch hier im Hintergrund. Dann hier in der Kugel bei der Libelle ganz unten. Und auch wieder hier so im Hintergrund, ziemlich viel sogar, zusammen mit diesem anderen Symbol. Richtig cool. Und ja, weiter hier in dem Muster auf der Haut ist hier so die hellste Farbe, ist auch alles der AB-Stein. Und auch hier in diesen Blättern haben wir teilweise noch das AB-Steinchen. Also ja, ordentlich viel und ich kann mir aber vorstellen, dass es richtig gut aussieht. Und weiterhin der dunkelblaue AB-Stein. Ja, auch ziemlich gut vertreten. Einmal hier in
den Flügeln hier ganz unten so rausstrahlend, also komplett hier rausstrahlend. Dann haben wir ihn ganz außen am Auge immer so ein bisschen, gar nicht so viel, aber schon, dass ich denke, dass es gut rauskommt. Dann haben wir ihn hier in den Haaren, nicht komplett, da ist noch ein anderes Symbol dabei, aber schon auch ziemlich viel, so wie auch hier, hier und hier. Dann auch hier unten wieder im Flügel. Hier so ein bisschen noch in diesem Zwischenhintergrund würde ich es nennen. Hier unten auch ein ganz klein wenig und auch hier wieder unter dem Blumenstrauß die dunkelste blaue Farbe hier und auch hier drin ist der AB-Stein, also auch wieder komplett gut übers Bild verteilt. Und jetzt bin ich noch gespannt auf den hellblauen AB-Stein. Der ist tatsächlich auch wieder in beiden Flügeln so ein bisschen jetzt aber nur drin, also relativ wenig nur. In den Augen wieder, es ist das hellere Blau hier. Das sieht bestimmt richtig toll aus. In den Haaren dafür nicht, aber hier unten nochmal in dieser Seifenblase, in der Kugel. Sowie auch hier unten wieder ein bisschen drin und auch hier unter dem Strauß, also in ihrer Kleidung und auch hier. Also ja, sehr flächendeckend. Muss ich sagen, sehr, sehr viele Flächen sind hier mit ABs besetzt. Und ja, also ich finde es richtig cool. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie schön die Augen aussehen, in denen ja tatsächlich zwei ABs vorkommen. Und ja, ich bin mega gespannt darauf. Ich freue mich drauf, das zu painten. Ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr schaffen. Es wird dann eher ein Projekt für nächstes Jahr. Aber ja, also das ist voll mein Bild. Ich liebe tatsächlich nicht nur die Farben, sondern auch den AB-Einsatz. Das ist einfach traumhaft. Ich finde schön, dass relativ viel Colorblocking ist. Da habe ich zurzeit immer richtig Lust drauf. Die Steinchen sind allgemein toll. Also ja, das wird ein richtig gutes Bild. Es wird richtig viel Spaß machen, daran zu arbeiten. Ich zeige euch einfach mal noch den Druck. Das habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt. Der ist aber auch einfach top, wenn ich ihn scharf bekomme. Ja, hier. Ihr seht sowohl die Symbole, die weiß gedruckt sind, als auch die hier, die schwarz gedruckt sind, sind gestochen scharf. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Und wir haben ein ganz leicht graues Raster dabei, was ich bisher auch immer als sehr angenehm empfand. Also ja, das wird einfach in Gänze gut, würde ich sagen. Falls nicht, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ja, ein Hinweis noch, wir haben hier Flüssigkleber, der glänzt auch schön, ist für viele auch ein wichtiges Kriterium, lässt sich natürlich schön damit arbeiten. Und ja. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ihr seht, wie schön dieses Bild aussieht, wie schön das rüberkommt. Ich werde es euch auf jeden Fall auch unten verlinken, falls ihr das auch haben wollt. Viele haben es ja schon, wie ich das gehört habe. Für mich auch das schönste Bild von Hannah Lynn, was sie bei Diamond Art Club damit verkaufen lässt. Also ja, ich freue mich. Und genau, ich werde jetzt noch mein Stashbook holen und dann werden wir das noch zusammen hier eintragen. Und jetzt habe ich die ganze Zeit den Fokus wieder so gelassen. Ja, egal. Ihr habt es ja jetzt ganz oft gesehen. ja, dementsprechend, wie gesagt, ich hole das Zeug und dann bin ich gleich wieder da. So, hier ist das Diamond Painting Stashbook. Nur zur Erklärung, das ist einfach ein Büchlein, in dem ich meinen Stash organisiere, also kein Journal. Wenn ihr Interesse daran habt, der Link ist auch unten in der Infobox. Das ist ein Buch, was meine Mama und ich zusammen erstellt haben und was wir jetzt auf Amazon verkaufen. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr reinschauen. Ansonsten fahre ich jetzt hier fort und ja, wir schauen gleich mal hier. Auf diese Seite kommt das Bild. Ich habe mir auch hier den kleinen Sticker dazu geholt, weil, ja, wie gesagt, der für mich einfach immer ins Journal kommt. Ins Journal, jetzt sage ich schon Journal. Ins Dashbook.
Und wir tragen das jetzt zusammen ein. So, der Titel ist Willow. So, das Kaufdatum, ich habe es ja geschenkt bekommen. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, wann genau ich das geschenkt bekommen habe, aber es müsste irgendwann im April oder Mai gewesen sein. Also ich schreibe jetzt einfach mal April 2022. Die Größe ist 42 mal 59 cm. Wir haben eckige Steinchen und 40 Farben. Und davon sind drei AB-Steinchen dabei. Genau, so die Künstlerin hatten wir ja schon mehrfach gesagt, ist Henna Lynn. Und der Shop ist der wunderbare Diamond Art Club. Genau, und jetzt noch das Bild dazu. Tada! Und fertig ist der Eintrag. Ich hoffe, dass ich ganz bald hier oben ein Häkchen reinmachen kann, weil ich mich eigentlich wirklich richtig sehr auf dieses Bild freue, das wirklich so farbenfroh ist, aber auch so naturverbunden. Ja, mal schauen. Ich befürchte, es wird erst nächstes Jahr, aber ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf, hiermit zu arbeiten. Genau, das wäre es auch schon gewesen an dieser Stelle. Ich möchte mich sehr dafür bedanken, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Es hat euch vielleicht geholfen, euch für oder gegen das Bild zu entscheiden, wenn ihr es kaufen möchtet. Und ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Bild findet, ob ihr es vielleicht schon gekauft habt oder ob es vielleicht jetzt auf eure Wunschliste gerückt ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar, über jeden Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!